Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Papa liebt Fleisch, Hammer Barbecue. Ich bin der Papa, das wisst ihr. Und heute möchte ich mit euch schicke Wings machen. Jawohl, Chicken Wings mit einem 1A Dip. Was das für einer ist, wie der gemacht wird, das erkläre ich euch nach meinem Intro. Heute machen wir wieder ganz viel selber. Den Rub machen wir selber, die Marinade machen wir selber, beziehungsweise die Glaze. Wir glazen nämlich die Chicken Wings so kurz vor Schluss. Und ja, den Dip, den machen wir auch noch selber. Bam! Ja, also heute ist mal wieder richtig was an. Nicht hier irgendwelche fast fertigen Klamotten benutzen. Zum Beispiel auch eine frische Zitrone brauchen wir gleich für die Wings. Fangen wir aber erstmal mit den Rub an. Das ist ganz einfach. Ich habe hier Speisestärke, zack. Das ist Backpulver, zack. Knoblauchgranulat, Paprika und Salt and Pepper Mix von Big Mike. Ja, also wir brauchen Salz und Pfeffer. Da sind noch ein paar andere geile Gewürze drin. So, das muss hier ordentlich durchgerührt werden. Da nehme ich gleich ein Löffelchen für und dann marinieren wir die erstmal ein, beziehungsweise wappen die Wings. Die warten hier schon. So sieht der Rub aus. Jetzt nicht spektakulär, muss er aber auch gar nicht. Hier sind die Wings. Da machen wir erstmal einen guten Schluck Olivenöl drüber. Öl vor allen Dingen. Öl heißt das Zeug. So, dann habe ich rausgefunden, dass so ein bisschen Zitrone über so Wings richtig geil ist. So, vermischen wir schon mal. Mit der restlichen Zitrone, ihr wisst, ne? Tequila sollte man immer im Haus haben. Jeha. So. Und jetzt kommt auch schon unser angerührter Rub. Mal schön darüber. Ein bisschen verteilen schon mal. Nicht alles auf einmal. Ne? Ruhig umdrehen, die kleinen Scheißer. Das ist jetzt im Übrigen ein Kilo an Wings ungefähr. Ja. Rezept findet ihr natürlich auf meiner Webseite mit der Verlinkung dann auch noch mal zu dem Video. Also da könnt ihr euch dann quasi die Einkaufsliste ausdrucken, kopieren, wie auch immer, was ihr damit machen wollt. So, das hier wäre jetzt erledigt. Ich habe hier noch ein bisschen Rub, also drauf damit. Worauf machen wir die Wings? Auf meinen Ironwood von Traeger. Der ist auch schon vorgeheizt, jetzt auf 160 Grad. Und da legen wir jetzt erstmal die kleinen süßen Scheißer drauf. Und stellen uns dann gleich einen Timer. Und dann geht es gleich weiter. Während die Wings jetzt hier auf den Ironwood am relaxen sind, ja, sich bräunen, habe ich hier schon mal ein bisschen Butter in den Topf gepackt. Die muss jetzt erstmal flüssig werden. Also auch rein in den Grill, abwarten. Wenn die Butter geschmolzen ist, zieht ihr euch, ja, einen ordentlichen Handschuh an. Die Wings sehen im Übrigen jetzt schon gut aus, aber die dürfen noch. So, da ist sie, da blubbert sie und ich brauche erstmal hier den El Rüros. Ja, ihr seht schon, ne, es dampft. Mal den Stiel zur Seite. Ja, der ist heiß. So, Knoblauchpresse. Was machen wir dann wohl? Richtig. Wir pressen den Knoblauch da jetzt rein. Wenn der Knoblauch drin ist, bisschen verrühren, immer noch heiß. Und Salsiccia. Ja, also was Schönes, Saftes. Kommt jetzt rein. Ich habe
Es gibt ja zwei Versionen davon. Einmal scharf und einmal richtig scharf. Ich habe nur scharf genommen. Ich bin da halt so eine kleine Pussy. Nein, das ist nicht scharf. Nein, überhaupt nicht. Nee. Aber es soll ja auch noch was schmecken, ne? Und jetzt Honig. Scharf und süß. Ich finde, das ist so eine geile Kombi. Dann gib da mal ordentlich einen Schuss rein. Zack. Und weiter verrühren. Und das ist dann im Grunde gleich unsere Glaze. Die Wings, ich sag mal, brauchen so gut 40 Minuten bei 160 Grad. Und dann machen wir weiter. Jetzt will ich mal sagen, aufräumen, Bierchen trinken. Gleich sehen wir uns wieder. Das braucht ja alles noch. Hier ist die Glaze. Die brauchen noch locker 20 Minuten. Kümmern wir uns um sie, den Dieb. Genau. So, ich habe hier Blauschimmelkäse. Das ist jetzt von Bavaria Blue. Das ist ein milder. Ich mag den. Wer es natürlich ein bisschen kräftiger mag, der darf auch gerne einen Gorgonzola oder sowas nehmen. Auch überhaupt kein Problem. Passt auch wunderbar zu diesem Gericht. Jetzt müssen wir, und jetzt kommt ein Trick, den ich auch erst vor kurzem gelernt habe, den Käse reiben. Ja, das ist ja ein Weichkäse, ne? Den zu reiben ist schon ein bisschen tricky. Passt auf. Ich habe ihn einfach eingefroren. Na, muss man nur wissen, den Trick. Und jetzt kann man den nämlich wunderbar an dieser Reibe reiben. Den reiben wir auch fast komplett runter. Und dann können wir den gleich schön verarbeiten in dem Dip. Wann habt ihr genug gerieben? Wenn die Finger blutig sind. Richtig, so. Das ist bei mir aber Gott sei Dank nicht der Fall. Hier ist jetzt der Blauschimmelkäse drin. Und jetzt ist wieder ganz einfach. Wir brauchen ein bisschen Senfpulver. War gar nicht so einfach, das zu finden im Großmarkt. Aber ich habe es gefunden, mit Hilfe von den freundlichen Mitarbeitern dort. So, das war Buttermilch. Jetzt kommt etwas Sauerrahm oder auch saure Sahne. Das dürft ihr euch jetzt selber aussuchen. Und Mayonnaise. So, das verrühren wir jetzt erstmal. Wenn ihr verrührt habt, hört die Arbeit noch nicht auf, weil noch ein bisschen Salz und Pfeffer muss rein. Und wie könnte es anders sein? Salt and Pepper Mix von Mike. Zack. Und weiter verrühren. Jetzt beginnt das Glazen. Ja. Und jetzt pass auf. Tada! Da liegen sie. Sie sind jetzt ein bisschen hell von der Färbung her. Aber das kann man natürlich ändern, wenn man einfach ein bisschen mehr Paprikapulver in die Mischung reinpackt. Dann wird es natürlich auch ein bisschen dunkler. So. Oder Chilipulver. Könnt ihr auch machen. So, und jetzt Glazen. Ich glaube, das Prinzip kennt ihr, ne? Pinsel nehmen. Und schön mal darüber gehen. Die Glaze ist aufgetragen. Ich habe den Ironwood jetzt auf 180 Grad gestellt. Der darf jetzt noch mal ein bisschen mehr Power geben. Ja, das soll natürlich so richtig schön knusprig jetzt werden. Und wenn dir das Video gefällt, würde ich mich jetzt schon mal über einen Daumen nach oben freuen. Kommentare natürlich ab in die Kommentarbox. Infos schreibe ich natürlich in die Infobox. Und wenn du noch kein Abonnent dieses Kanals bist, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du einfach auf Abonnieren klickst, dann noch die Glocke anmachst. Und jetzt räume ich hier schnell auf und dann sehen wir uns gleich beim Probieren wieder. Die Zeit ist abgelaufen für die Chicken Wings. Ich habe sie schon geteilt, ich habe schon ein Foto gemacht, ja, war schon fleißig. Und jetzt wird es Zeit zum Probieren. Gut aussehen, tun sie auf jeden Fall. Wollt ihr näher rankommen? Ja, ja, dann kommt. Ich finde ja, die sehen super aus. Schaut es euch an. Kommt mal ein bisschen näher hier. So. Ja, wenn der Fokus jetzt funktionieren würde, wäre es geil. So, Dip drauf. Und dann mal Prost.
Mmh. Mmh. Boah, was ist das für ein pervers geiler Dip? Warum kannte ich den vorher noch nicht? Boah. Scheiße. Ist der gut. Mega. Leute. Wenn ihr mal besondere Chicken Wings machen möchtet, macht das auf jeden Fall. Ja? Boah. Seid mir nicht böse. Ist Mittagessen heute. Und das abends. Ne? So muss man leiden, wenn man YouTube-Videos dreht mit Essen und so. Aber dafür leide ich gerne. Wie sieht ein zufriedener Griller aus? So. Mega lecker, mega lecker. Macht es nach. Von mir hat schon einen Daumen nach oben verdient. Von euch, Däumchen wären Träumchen. Ja, ich brauche einmal eine Serviette oder so. Wenn ihr noch kein Abonnent dieses Kanals seid, einmal schnell abonnieren. Bäm, noch die Glocke geglockt und einen Kommentar noch da gelassen. Das freut den Algorithmus. Ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Papa liebt Fleisch, Hammer, Barbecue. Und ich muss das wieder dran.